Hallöchen liebe Freunde und willkommen im Digitalfuchs. In diesem Video möchte ich dir eine Drohne vorstellen und zwar die DRC D20 abgekürzt. Komplizierter Name, lass uns die Drohne zusammen anschauen, lass uns direkt loslegen. So sieht hier die Verpackung aus und für uns ist natürlich viel, viel wichtiger, was sich in der Verpackung befindet. Und da haben wir einmal die Drohne, die natürlich zusammenklappbar ist. Hier haben wir einmal die Fernbedienung. Mit diesem Aufsatz fürs Handy, da können wir das oben reinklemmen, haben nochmal so ein Display dann dazu. Hier sind nochmal so Schutzdinger für die Rotorblätter, ein paar zum Austauschen, zwei Akkus, ganz gut, und ein Ladegerät. So sieht die Drohne dann quasi im Prinzip ausgeklappt aus. Die Kamera kann man natürlich per Hand wieder rauf und runter bewegen. Und ja, im Prinzip eine sehr kompakte Bauweise, erst recht zusammengeklappt natürlich. Und so kann man sie auch transportieren, notfalls in einem kleinen Köfferchen oder so. Ich habe die jetzt mal mit hier mit rausgebracht. An der Seite kann man die einschalten. Hier zeige ich euch nochmal die Kamera, wie man sie komplett runterdrehen kann. Und ja, dazu legen wir sie mal hin. So sehen im Prinzip dann die Zusammenbauten aus, wenn man die Fernbedienung mit einem Handy dann oben drauf hat. Und ihr habt dann so eine kleine Übersicht. Wie gesagt, das Ganze ist natürlich nicht sehr, sehr flüssig. Und dadurch ist das eher ein bisschen krampfhaft, da immer drauf zu gucken. Ich würde lieber auf Sicht fliegen. Hier an der Seite schaltet man die Drohne dann ein. Und wenn man sie dann blinken sieht, kann man sie ablegen. Und dann schaltet man hier die Fernbedienung ein. Einmal nach oben drücken, es piepst. Einmal nach unten drücken, es piepst. Und dann weiß man, sie ist verbunden. Und schon kann man mit der Taste nach oben, also hier mit dem Joystick nach oben, die Drohne starten. Mit der Zeit kriegt man auch ein gutes Gefühl fürs Flugfeeling dann raus und muss gar nicht so viel ausgleichen. Sie ist natürlich schon ein bisschen windanfällig aufgrund der Größe, aber man kann sie relativ schnell beherrschen und kriegt dann mit der Zeit sogar auch coole Loopings hin. Dazu drückt man oben die Taste und dann die Richtung, in der der Looping quasi gemacht werden soll. Und wie gesagt, wenn man das dann ein bisschen raus hat, gegen den Wind ankämpfen kann, und dann kriegt man auch die coolen Loopings hin, dass die Drohne sich quasi seitlich dreht oder nach vorne. Ihr seht sie gerade im Video. Das Ganze macht dann auch super viel Spaß und man kann auch relativ schnell damit ein bisschen angeben vor seinen Kumpels, sage ich jetzt mal. Und das macht auch ordentlich Spaß. Sie war relativ gut zu steuern, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich kann die Drohne wirklich weiterempfehlen für so eine kompakte. Die sind natürlich immer ein bisschen anfälliger. Ihr seht es aber, Kunstflüge sind hier immer super spaßig mit dem Ding und man kann es auch relativ schnell lernen. Ich habe das Ganze nur draußen ausprobiert, wo ich ein bisschen mehr Platz hatte aufgrund der Loopings. Die Fotoqualität ist natürlich Standard, ihr seht es hier schon, ist nicht gerade so super besonders, aber es reicht aus. Und die Videos sind natürlich ein bisschen ruckelhaft, ist aber in der Preisklasse relativ normal und nicht so besonders oder außergewöhnlich. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir auf jeden Fall ein Like da und vielleicht könnt ihr mir noch ein Abo da lassen, wenn ihr meinen Kanal unterstützen möchtet. Ansonsten bis zum nächsten Mal, euer Digitalfuchs.